So, Matthias, willkommen hier bei den Rhein-Neckar-Löwen nochmal, weil du bist ja allzu lang noch gar nicht da. Du warst bis vor kurzem noch beim TSV Bayer Dormagen in der U19. Jetzt spielen beide Mannschaften gegeneinander im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Du kennst beide Teams gut. Erzähl uns mal ein bisschen, wo liegen denn die Stärken bei beiden? Also ich würde sagen, die Stärken bei Dormagen liegen vor allem in ihrer Abwehr. Sie spielen eine sehr agile, aber auch sehr aggressive Abwehr. Die müssen wir versuchen zu bespielen und das wird nicht einfach. Die haben gute Gegenschussleute, die Außen vor allem. Aber wir haben auch unsere Stärken. Wir haben einen sehr breiten Kader, wir können sehr gut durchwechseln. Wir haben eine große Abwehr, die wir stellen. Wir haben einen guten Angriff und ich glaube, da kriegen wir unsere Chancen. Und es ist ja noch ein Rückspiel dann am nächsten Wochenende. Ist das ein Vorteil, Nachteil? Ich würde sagen, gibt keinen Vorteil oder Nachteil. Also das sind 120 Minuten. Wir müssen uns 120 Minuten voll fokussieren, konzentrieren. Und ich glaube, dann fahren wir das Ding nach Hause. Was hat dich denn überzeugt, überhaupt hierher zu wechseln? Ich würde sagen, die Möglichkeiten, die mir geboten werden. Ich werde ja nicht nur A-Jugend spielen, sondern auch dritte Liga. Ich glaube, das war ein Hauptkriterium. Aber auch das Internat hat mich überzeugt. Die Trainingssituation hier ist natürlich super. Und ja. Du hast die ersten Spiele jetzt gemacht. Wie hast du dich sportlich eingelebt? Ich würde sagen, sportlich habe ich mich super eingelebt. Also mir wurde immer von Trainern, Mitspielern und so weiter geholfen. Also da war überhaupt keine Sache, die mich jetzt gestört hat oder so. Also es war alles super, lief alles glatt und ich habe mich auch super eingefunden. Okay, und parallel laufen ja jetzt noch die Abi-Prüfungen, wobei das jetzt fast durch ist. War das jetzt noch ein Handicap, dass du dich darauf auch noch konzentrieren musstest? Oder wie hast du das bewerkstelligt? Natürlich ist es ein kleines Handicap, also natürlich muss man lernen, aber ich habe es so gut wie möglich versucht zu absolvieren und ist alles glatt gelaufen. Und dazu gab es auch noch einen Lehrgang des Deutschen Handballbundes. Die U20, U21 hat sich in Warendorf getroffen mit Bundestrainer Martin Heuberger. Du warst von Montag bis Mittwoch in Warendorf. Erzähl mal, wie waren die Tage für dich? Also es war natürlich nicht nur der Fokus auf Handball, sondern auch auf Leistungstest und natürlich eine gute Gelegenheit zu gucken, wie der Leistungsstand der einzelnen Spieler gerade ist. Also nach der langen Pause muss man natürlich auch überprüfen und die Ergebnisse werden der Trainer weitergeleitet und da versucht halt an den Schwächen zu arbeiten. Und, das ist natürlich eine super Gelegenheit, die Schwächen herauszufinden und ja, wie gesagt, daran zu arbeiten. Das war ja auch eine Vorbereitung auf die U20 EM in Kroatien im August. Kannst du da mal einen kurzen Ausblick geben? Ja, also die Gruppen stehen ja schon fest. Wir haben eine sehr starke Gruppe, muss ich sagen. Aber wir haben mit dem Jahrgang 2002 und 2003 einen super Kader. Der natürlich noch nicht gefunden ist, aber es sind viele Leute auf sehr hohem Leistungsniveau und ich glaube, da stehen unsere Chancen gar nicht schlecht. Okay, kommen wir wieder zurück zu den Rhein-Neckar-Löwen. Wir sind ja hier mitten im Trainingszentrum in Gronau. Wo liegen deine sportlichen Schwerpunkte für die nächsten Wochen, Monate, Also Jahre? ich versuche natürlich vor allem im körperlichen Bereich weiterzuentwickeln. Ich glaube, mit dem Sprung in die dritte Liga ist es natürlich noch was anderes, wenn man Herren spielt und da liegen halt gerade die Schwerpunkte drauf. Und du hast ja gesagt, du spielst parallel U19, U23 in der dritten Liga. Das sind natürlich doppelte Herausforderungen, aber die hast du gern angenommen oder nimmst du gern an dann? Ja klar, das ist natürlich eine Herausforderung, aber wie gesagt, ich nehme sie an und will mich halt auch sportlich weiterentwickeln und das ist eine gute Gelegenheit dazu. Weiterentwicklung ist das Stichwort. Wo liegen deine sportlichen Stärken und woran willst du denn noch besonders arbeiten in nächster Zeit? Also ich würde sagen, meine Stärken liegen vor allem im 1 gegen 1 und im Schlagwurf. Ich glaube, da bin ich schon sehr gut ausgeprägt. Und ich versuche mich, wie gesagt, körperlich weiterzuentwickeln. Ich versuche an meiner Schnelligkeit zu arbeiten, an meiner Sprungkraft und dazu werden natürlich auch super Möglichkeiten hier geboten. Kommen wir nochmal zurück auf deine Anfänge im Bottrop, glaube ich, mit dem Handballspielen begonnen. Wann hast du angefangen? Mit 7,5 Jahren. Okay, und wie bist du überhaupt zum Handball gekommen? Mein großer Bruder, der ist 5,5 Jahre älter als ich, hat Handball gespielt und ich war als kleines Kind schon immer Handball begeistert, aber leider habe ich nebenbei noch geschwommen. Und nach dem Schwimmen habe ich mir gesagt, ja, ich will unbedingt Handball spielen und das habe ich jetzt auch gemacht. Okay, vom Schwimmen zum Handball und das recht erfolgreich. Und wenn Handball, Abi, wenn das alles mal jetzt in den Hintergrund vielleicht im Sommer, wenn die Pause da ist, kommt, was machst du dann sonst noch so? Bleibt da noch Zeit? Ja, es bleibt natürlich noch ein bisschen Zeit, aber auch nicht viel. Vor allem in den Pausen versuche ich nach Hause zu fahren und meine Familie zu sehen, Freunde zu treffen. Und das ist zwar nicht oft, aber ich versuche es so oft wie möglich zu schaffen. Ja, und die Familie kann ja nicht vor Ort sein jetzt momentan. Die schauen wahrscheinlich jetzt von daheim aus zu. Ja, genau, die gucken im Stream und fiebern natürlich mit. Ja, und jetzt habe ich ja gefragt, was bleibt noch an Zeit, an Möglichkeiten neben Handball? Gibt es auch Musikrichtungen oder hast du da besondere Hobbys noch? Ja, ich höre am liebsten Oldies. Da bin ich natürlich nicht so gern mitgesehen, aber Okay. ich höre sie gerne. Bin auch eher der ruhige Typ und das passt gerne.
Okay, mit der Bewerbung dann für einen Mannschafts-DJ wird es wahrscheinlich dann nichts hören. Nee, leider nicht. Okay, dann Mathis, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben. Wir wünschen dir alles Gute hier bei den Rhein-Neckar Löwen. Viel Erfolg für die nächsten Jahre und jetzt erst einmal für das Halbfinale. Viel Erfolg. Vielen Dank. Danke dir.